99 Sekunden. Der Eiffelturm ist ein hoher Turm mitten in Paris, der Hauptstadt von Frankreich. Benannt ist der Turm Eiffel nach seinem Erbauer, dem Ingenieur Gustave Eiffel. Er wollte damit zeigen, wie hoch man mit Eisen bauen kann. Fertig wurde er zur Weltausstellung in Paris im Jahr 1889, einer großen Veranstaltung, die die neuesten Erfindungen zeigen sollte. Der Eiffelturm ist mit Antenne 324 Meter hoch und hat rund 1700 Stufen. Er ist das höchste Bauwerk Frankreichs. Der Eiffelturm wiegt insgesamt 10.100 Tonnen. 18.000 Bauteile wurden für die Konstruktion einzeln gezeichnet, hergestellt und verarbeitet. Die Bauzeit betrug 2 Jahre, 2 Monate und 5 Tage. 2 Tonnen Papier werden jährlich für das Drucken der Eintrittstickets benötigt. Knapp 20.000 Personen besuchen den Eiffelturm pro Tag. Hinauf geht es zu Fuß oder mit dem Aufzug. Die erste Plattform liegt bei 57 Metern, die zweite bei 115 Metern und die dritte bei luftigen 276 Metern. Neben den 20.000 Lampen, die abends jede Stunde 5 Minuten lang blinken, besitzt der Eiffelturm auch ein Blaulicht, das sich wie bei einem Leuchtturm über der Stadt dreht.